Meterhohe Flammen und Rauch über dem Brocken. Das sind Bilder hier aus Deutschland. Lichterloh brennt der Wald in einem gesperrten Teil über dem Nationalpark im Harz. Rund 150 Hektar stehen in Flammen. Das Feuer war am Samstag in der Nähe des Aussichtspunktes Goethe-Bahnhof entdeckt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Also schon wieder Feuer in unseren deutschen Wäldern. Schon wieder brennt der Nationalpark Harz. Katastrophenfall. Die Feuerwehr ist mit Löschhubschraubern und mehreren Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Die Waldbrandgefahr im Harz ist inzwischen auf Stufe 3 verschärft worden. Und heute soll das Feuer dann mit verstärkten Kräften aus der Luft bekämpft werden. Mit Tagesanbruch sollen dann mehr Hubschrauber und auch zwei Löschflugzeuge aus Italien Wasser auf die Brandherde abwerfen. Vor Ort ist unser Kollege Benny Müller. Der Nationalpark Harz, schwer zugängliches Gelände, viele abgestorbene Fichten. Das Feuer wütet bereits seit mehreren Stunden. Wie ist die Lage aktuell bei dir? Ja, wie man sehen kann, hinter mir befindet sich der Brocken, die betroffene Hanglage. Man sieht Rauchschwaden an der Hanglage. Es brennt immer noch auf großer Fläche. Immer wieder kommen hier Hubschrauber an und werfen Wasser ab. Das sind Hubschrauber der Bundespolizei, ein Hubschrauber der Bundeswehr, aber auch zwei Hubschrauber eines privaten Unternehmens aus der Schweiz und Österreich sind hier unterwegs. Nichtsdestotrotz, die Wassermenge reicht nicht. Deswegen hat man hier auf internationaler Ebene Hilfeersuchen gestartet und hier auch eine Antwort aus Italien bekommen. Um 9 Uhr sollen hier zwei Löschflugzeuge Wasser herbringen, da diese viel größere Wassermassen bringen können, als es die Hubschrauber bereits tun. Ausgebrochen ist das Feuer an einem der meistgenutzten Wanderwege im Harz. Auch ein Moor soll jetzt betroffen sein. Es ist der Albtraum für die Feuerwehr, denn Moorbrände sind extrem schwer unter Kontrolle zu bekommen. Warum? Das Feuer bei Moorbränden, das lodert natürlich in der Erde. Der Boden ist sehr tief, das Feuer sitzt sehr tief. Es ist nicht wirklich auszumachen, wo es denn noch brennt. Und selbst wenn es den Anschein macht, das Feuer gelöscht zu haben, lodert das Feuer weiter. Das heißt, man muss hier viel Wasser raufbringen. Und das ist in diesem schwierigen Gebiet mit vielen Steilhanglagen, wie die Feuerwehr sagt, sehr gefährlich. Und zudem kommt es natürlich auch noch dazu, dass die Baumkronen, also die Wipfel von den Bäumen, von den abgestorbenen Bäumen, hier immer wieder herabstürzen und dann eben dafür sorgen oder beziehungsweise die Gefahr groß ist, dass hier Einsatzkräfte schwer verletzt werden. Wie geht's denn jetzt weiter? Wann könnte dieser Großbrand denn gelöscht werden? Zu Prognosen will sich die Feuerwehr hier noch nicht hinreißen lassen. Wir haben hier noch eine Situation, die nicht unter Kontrolle ist, wie es die Feuerwehr sagt. Man wartet hier händeringend eben auf diese Flugzeuge. Man hat hier heute Morgen eine Videokonferenz mit den Piloten um 7.30 Uhr mit den Piloten gehalten. Jetzt wartet man eigentlich sekündlich darauf, dass die Flugzeuge am Concordiasee im Harz beladen und dann hier die ersten Wassermassen runterwerfen. Wie lange das dauern wird und bis wann das Feuer dann tatsächlich unter Kontrolle ist, dazu will hier niemand was sagen. Du verfolgst das für uns vor Ort weiterhin. Vielen Dank für den Moment, Benny Müller.